Hi, Paul Kramer hier vom Videochecken und heute geht es um eine Rezension, bei dem ihr diesmal mitentscheiden dürft und zwar geht es um ein neues Hemd. Videocheck. Wie ja viele wissen, trage ich gerne Hemden und vor allen Dingen kariert, am besten rot kariert. Umso kleiner die Karos, umso besser ist das. Hektarhemd, habe ich ja schon mal im Video erwähnt. Jetzt kommt aber was ganz Neues. Ich habe mir mal was ganz anderes, Typveränderung bestellt und zwar ein Hemd in schwarz mit rot. Und hier so kleinen Karos. Ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz den Ausschnitt von Amazon und lese euch die Titelbeschreibung vor. Wichtig ist natürlich, dass ihr in den Kommentaren reinschreibt, zwischen 1 und 5 Sternen, wie viel ihr diesem Hemd gebt. Und ich rechne nachher den Durchschnitt nach 3 Tagen aus und daraus mache ich dann meine Rezension abhängig. Also, dass nicht nur ich entscheide, wie viele Sterne, sondern das ganze Publikum. Und das finde ich geil. So, gucken wir mal rein. X Mansky. Herren, Mode, schlank, passend, Kleidhemd, kurz, Hose, beiläufig, Shirts. Also ich habe mir das ganze Teil in XL bestellt, weil ich ja mal meine Beine ein bisschen weiter nach hinten stehen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt kurz einen Cut, dann ziehe ich mir das Teil an und dann gehen wir da näher drauf ein. Und ihr sagt mal so vom ersten Eindruck her, was ihr denkt, wie viele Sterne. Also ich habe es mir jetzt in XL bestellt und guckt euch jetzt nochmal das Bild an von Amazon. Bums. Und jetzt gucken wir das Original an. Also die Knöpfe sind auf jeden Fall, das ist sehr gute Arbeit. Da reißt nichts. Und auch vielleicht nochmal von hinten. Also wirklich sauber verarbeitet, da kann man jetzt nicht viel drüber sagen. Das ist echt top. Vielleicht hat der Chinese sich ja auch nur mit dem Etikett versehen. Das weiß man ja gar nicht. Da steckt man ja nicht drin. Oder da war gerade Wangtang-Suppe oder sowas. Und da hat er sich vertan. Und dann, das weiß man doch alles gar nicht. Da kann man doch dem Chinesen jetzt keinen Vorwurf machen. Hier oben ist noch so ein Muster mit angedeutet. Ich würde sagen, ist nicht schlecht, ne? Ich krieg den einen Knopf, glaube ich, nicht ganz zu. Mit Gewalt. Also das Ding sitzt wie angegossen, wie eine zweite Haut. Was ich gut finde, ich kann ja auch Figur betont tragen. Also da, das finde ich schön. Man sieht hier richtig meinen Sixpack, der kommt zur Geltung. Auch oben hier die Muckis. Ich spann mal an, warte. Also was mir auch gut gefällt, die einzelnen Fäden, die hier über so raushängen. Wenn man mal einen Faden braucht, dann hat man einen. Und also ich denke mal, das kann ich in den nächsten Videos anziehen. Lasst mich bitte wissen, wie ihr das findet. Schreibt bitte eure Bewertung. Und demnach schreibe ich dann meine Bewertung. Vielleicht kann ich da ein paar Passagen mit rausnehmen, wenn ihr einen Text dazu schreibt. Und das mit zu den Chinesen rüberschicken. Ich habe da jetzt 3 Wochen drauf gewartet. Wie gesagt, das ist irgend so eine Kunstsynthetik mit Baumwollanteil. Ich denke mal, die Baumwolle wird hier in den Knöpfen drin sein irgendwo. Also in den Garn. Aber ansonsten... Also das reicht doch nicht. Also das war's hier heute vom Videocheck. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen, damit ihr wisst, wo ihr eure Hemden kaufen könnt. Und manchmal ist es besser, wenn man die Sachen anziehen kann. Und auf Langstreckenversand lohnt es sich eigentlich nicht, Klamotten zu kaufen. Denn wenn das nicht passt, dann ist es nicht toll mit dem Zurückschicken. Glaubt mir das. Also, bis morgen, bis zum neuen Video hier auf Videocheck. Die schulpflichtigen Kinder, die zugucken und jetzt Ferien haben, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die anderen, die noch keine Ferien haben, durchhalten. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Bis morgen, bis zum neuen Video hier auf Videocheck. Bis dann, euer Paul. Ciao. Achso, wer das Ding haben will, Link ist in der Titelbeschreibung.